willkommen bei Delta 112 Anne Freimaurer. Mein Name ist Ina Winzig, einen schönen guten Tag. Heute haben wir das Thema den Obelisk und dazu halt auch noch das Thema Davidstern, weil vieles, was halt mit der Pyramide zu tun hat oder die Pyramide mit dem allsehenden Auge, hat auch sehr vieles gemeinsam mit dem Obelisk. Der Obelisk ist uns bekannt aus den alten ägyptischen Göttertümern. Wir finden aber heute auch den Obelisk in verschiedenen anderen Städten, wie zum Beispiel beim Vatikan, in Washington DC, aber auch in Paris und auch in anderen Ländern. Leider interessanterweise auch in den Friedhöfen, die ich Ihnen natürlich auch gerne zeigen möchte. Also wir befinden uns in Serbien. Zurzeit sehen wir halt hier direkt halt in einen ehemaligen Soldatenfriedhof verschiedene Obelisk. Das sehen wir einmal hier. Das ist ein Hauptobelisk. Man sieht mich sehr schlecht. Das ist mit Absicht gemacht worden, meine sehr verehrte Zuschauer. Weil ich möchte, dass Sie sich halt konzentrieren an die Obelisk. Gibt sehr viele hier in diesem Bereich. Und hier haben wir einen altbekannten Obelisk, den wir sehr häufig in den Friedhöfen überall weltweit finden. Nicht nur in Deutschland, sondern auch hier im Balkan. Und so werden in den meisten Fällen die Freimaurer beerdigt. Die Soldaten selber an sich sind nicht als Freimaurer beerdigt worden. Sie sind als ganz normale Soldaten beerdigt worden. Es hat eine Symbolkraft direkt aus der Freimaurerei. Und das soll ja auch besagen, dass es auch ein gewollter Krieg war im Namen deren Gott Mammon, der nichts anderes ist als der Mörder selber, der die Menschen gar nicht mag, nicht leiden kann. Er hat sie einmal geliebt gehabt, das ist wahr, aber leider Gottes, er kann sie nicht leiden. Wer kann das denn sein? Es ist der Vater der Lüge, es ist der Vater der Intrigen. Und es ist nichts anderes wie der Luzifer, Satan, Lilith, Eva, Mammon, 666, der Baphomet selbst. Es ist der Teufel. So wie es auf dem 1-Dollar-Schein auch steht, mit der Pyramide, mit dem allsehenden Auge, in God we trust, das ist deren Gott, der Mammon. Und wir können natürlich rein exemplarisch einiges hier erkennen, dass im Grunde genommen das System nicht nur aus der Religion seinen Ursprung hat, sondern es hat seinen eigentlichen Ursprung direkt aus einer besonderen Herrschaft, die im Grunde genommen was mit der Versklaverung zu tun hat. Die Versklaverung, der im Grunde genommen regiert wird durch den Novus Ordo Seclorum, sprich die neue Weltordnung. Es ist ein uraltes System, der viele tausend von Jahren alt ist. Aber das Interessante ist, wir finden es nicht nur halt in der Politik oder in den Religionen, sondern auch in der Wirtschaft. Wir sehen hier zum Beispiel die Totengräber von den Soldaten. Hier haben wir die verschiedensten Obelisken aus dem ehemaligen jugoslawischen Reich. Haben wir zum Beispiel halt hier den Eastern Star. Jetzt bin ich mal. Leider war es mir doch nicht möglich, weitere Aufnahmen zu machen, denn die Speicherkapazität für meine SD-Karte, naja, war einfach halt sehr ausgeschöpft. Ich möchte Ihnen den Pentagramm genauer näher vorstellen, und zwar den Pentagramm finden wir direkt in einem alten jugoslawischen Stern, den wir aber auch in einer amerikanischen Flagge sowie auch in der türkischen Flagge sehen. Hier haben wir zum Beispiel ein Beispiel aus einer Tarotkarte, und zwar die Tarotkarte Tod, wo Sie da den Skelett sehen. Ja, also nicht wundern, hier ist natürlich auf spiegelverkehrte Art und Weise das dargestellt. Ne? Sie sehen das auch hier, tot auf spiegelverkehrte Art. Leider haben wir das vergessen gehabt, das umzudrehen, nachdem wir das fotografiert haben. Aber jetzt möchte ich gerne halt die entsprechende Kanten von dieser Rose, die wir aber auch häufig in der katholischen Kirche finden und halt auch im englischen Reiseausweis, möchte ich gerne die entsprechenden Kanten von dieser Blume zusammen verbinden, damit sie dann halt ein entsprechendes Subliminal erkennen. Jetzt setzen wir natürlich halt die erstmal alle schrittweise so zusammen und danach ergibt sich daraus ein Stern. Hier sehen wir dadurch dann halt den Pentagramm.
Der Pentagramm an sich hat natürlich noch weitere Punkte, wo wir dann entsprechende Zusammensetzungen setzen können. Setzen wir am besten halt mal auch Striche. Wir nehmen auch eine andere Farbe, in dem Sinne, dass wir von links nach rechts einen Strich ziehen, und zwar unten an der inneren Kante von dem Pentagramm und dann von oben nach unten an der innere Punkt von dem Pentagramm bis nach unten zu der Spitze des Kinns, vom Kinn vom Baphometen und danach von links nach rechts nach unten, damit wir auch erkennen können, dass wir dann auch ein weiterer Muster haben, die wir auch zum Beispiel in der Mathematik auch erkennen. Es entsteht dadurch auch ein Kreuz, das heißt einmal ein waagerechter Kreuz und dann ein Querkreuz vorn. Jetzt schauen wir uns einfach halt mal den Skript der Freimaurerei an. Hier finden wir auch den Pentagramm, den wir auch zugleich auch den Eastern Star in der Freimaurer-Skript finden. Der Eastern Star, hier sehen wir das auch nochmal gemein, also genauer, ist der Pentagramm selbst. Den haben wir häufigerweise oder den finden wir auch häufigerweise auch in den anderen Skripts. Hier der Freimaurerkompass, der Winkel und der Zirkel und dann G für Genius oder für God und zuzüglich aus dem Christentum der Kreuz. An der linken Seite sehen wir in den, ja, also im Skript vom Freimaurerei den Baphomet. Hier sehen wir jetzt auch zum Beispiel den englischen Reiseausweis, aber der ist schon veraltet. Es gibt inzwischen auch ein neueres. Es gibt ja gab zwei verschiedene Reiseausweise aus England. Wenn wir einmal mal blättern sollten in dem englischen Reiseausweis, sehen wir interessanterweise sogar auch diese Rose, wie wir das auch in der Tarotkarte gesehen haben, diese entsprechende Rose. Und wenn wir dann wiederholt die entsprechenden Kanten zusammen verbinden, ergibt sich natürlich halt auch wieder der bekannte Pentagramm. Der Pentagramm wird auch zusätzlich auch als Druidensymbol genannt, den wir natürlich aus dem Keltischen her kennen. Und natürlich muss der keltische Bereich nicht unbedingt immer negativ sein, denn alle Religionen haben auch mal was Positives mit sich, nicht nur halt immer was Negatives. Aber aus dem Druidischen, das ist schon eher halt was Negatives. So, jetzt gehen wir wieder auf den Skript der Freimaurerei. Hier sehen wir dann zum Beispiel dann weitere Symbole. Hier nochmal der Baphomet, den markiere ich in roten Kreis oder als roten Kreis, Verzeihung. Und hier nochmal der Pentagramm, der auch zugleich Morningstar, Eastern Star genannt wird. Was uns auch noch sehr wichtig ist, es gibt Verbindungen in verschiedenen Religionen und natürlich halt auch eine Verbindung zwischen Religion, Politik. So sehen wir das natürlich auch häufig in den Reiseausweisen aus den verschiedensten Nationen. Zum Beispiel im deutschen Reiseausweis. Unser Adler auf unserem deutschen Reisepass hat auch entsprechende Subliminals der Bundesrepublik Deutschland. Hier nochmal unser Bundesadler. Und wenn wir genauer das mal uns mal anschauen, haben wir zum Beispiel den Schlangenkopf direkt an dem Flügel des Tieres und die Schuppen der Schlange. Dazu passend sechs entsprechende Feder und 666. Na, das kennen wir ja schon, ist der Baphomet. Hier sehen wir nochmal eine Skizze, wo man genauer erkennen kann, einen weiteren Subliminal, das ja eigentlich unser Reisadler auf unserem Reiseausweis hier im Grunde genommen der Baphometen selbst eigentlich symbolisiert, wenn man einmal den Reiseausweis umdreht, auf den Kopf umdreht. Hier sehen wir dann zum Beispiel halt die Schlangen und dann die Flügel. Dann den Torch, der auf dem Kopf vom Baphometen halt aufzufinden ist, die Ohren des Baphometen. Hier haben wir einen serbischen Reiseausweis. Der serbische Reiseausweis, nicht nur halt in Serbien, sondern auch in Russland, hat natürlich den Ordo Abkau 33, also 32 und 33 Grad Freimaurerei. Hier haben wir ein Beispiel direkt aus Massachusetts, aus den Vereinigten Staaten von Amerika, vom 10. März 1974, direkt aus deren Freimaurerloge. Hier sehen wir zum Beispiel halt das Bild aus der 33 Grad Freimaurerei, den Ordo Abkau. Also das heißt der Vogel mit den zwei Köpfen.
der Freimaurerkompass. Mason, ja gut, wenn wir das jetzt auf dem Englischen halt sagen würden, würde es Mason heißen. Nehmen wir jetzt mal den serbischen Reiseausweis und fügen das gleich links neben des Bildes. Dann erkennen wir ja, dass der Vogel mit den zwei Köpfen ja so gesehen halt freimaurerisch ist. Und wenn wir dann die Slična kartica, die ja nichts anderes heißt als die ID-Card, direkt halt von den Serben nehmen, täten, sehen wir auch nochmal den Ordo Abkau. Hier sind viele Subliminals zu sehen. Einmal haben wir dann vierfach Buchstabe D. 4 plus 4, nochmal 4 plus 4 sind dann gleich 16, also ist illuminatisch. Weiterer Subliminal, man kann ein allsehender Auge sehen, das ist in gelb markiert. Ja, und dann haben wir ganz weit unten rechts, immer die Ziffer 6 stehen. In Serbien haben wir interessanterweise der Parteidirektor von Aleksandar Vučić, der Präsident von Serbien, die dreifache 6 häufig aufgefunden gehabt. 666 symbolisiert natürlich dann Baphometen. Das würde natürlich dann auch unsere Aussage bestätigen oder bestärken, dass im Grunde genommen der Ordo Abkau, sprich der schottischen Ritus, also der Freimaurerei, okkultistisch ist. Ist ja auch sicherlich, denn 30 Grad Freimaurerei, ab da beginnt ja das Okkultistische an, weil wir haben ja zwei verschiedene Logensysteme. Einmal das weiße und das schwarze Logensystem. In diesem Freimaurer-Skript, die Sie jetzt gerade hier sehen, sind ja die 32 und 33 Grad Freimaurerei, der Ordo Abkau in Rot markiert. Das sehen Sie da oben natürlich halt dementsprechend im Kreis. Und hier nochmal als Erinnerung den Baphomet links unten und dazu halt noch der Pentagramm rechts. Jetzt gehen wir weiter, denn die USA selber hat auch den Ordo Abkau 32 Grad Freimaurerei. Hier nochmal, also der Vogel mit den zwei Köpfen und dem Schwert unter der Kralle, was natürlich Serbien und Russland nicht hat. Und jetzt schauen wir uns nochmal den Davidstern an. Wir sehen nämlich halt oben in der Kante der Pyramide, weil das sind ja zwei zusammengesetzte Pyramiden, einmal die Spitze nach oben gerichtet und die Spitze nach unten gerichtet, sehen wir einen Winkel von 60 Grad. Diesen 60 Grad finden wir in allen Winkeln von diesem entsprechenden Dreieck oder, wenn wir auch so sagen, Pyramide. Und wenn wir das dann genauer betrachten, finden wir nicht nur die dreifache 60 Grad, sondern die sechsfache 60 Grad. Machen wir die 0 weg, kommen wir auf die 666666. Naja, es sind viele Sechsen, aber die 666 selber ist ja der Baphomet selbst, sprich der Teufel, Luzifer, Lilith, Eva, Julia, Mammon, ja. Also Lilith, ich sage einfach halt mal so, der Satan ist der Vater der Lügen. Selber der Baphomet an sich ist ja weiblich so wie männlich. Und dass im Grunde genommen ja ein Zwilderform ist, sagt ja mir eigentlich aus, dass es ja weiblich und männlich ja so angesehen werden will. Weiblich, weil es Leben gibt, aber auch nimmt, und männlich, weil es männlich denkt, wie es auch ein Mann denken sollte. Und deswegen gibt es halt auch ein Problem, dass in den meisten Religionen ja nur die Männer als Priester, Prediger oder halt dementsprechend auch als Imam oder keine Ahnung, in welchen Religionen sie sich noch befinden, meistens nur die Männer dort aktiv sind. Nur in der Evangelismus, sprich halt auch in der protestantischen oder in der evangelischen Religionen, gibt es, es gibt ja auch die freie evangelische Gemeinde, deswegen sage ich Religion, nicht nur die lutherianische Gemeinde, sondern auch die freie evangelische Gemeinde, und dort gibt es auch Pastorinnen. So, und das sind, aber das ist eine Seltenheit, dass es mal eine Religion gibt, wo auch mal eine weibliche Person dann halt auch als Predigerin, als Pfarrerin arbeiten darf. Warum? Das hat was mit dem Baphometen selbst schon eigentlich zu tun, auch wenn natürlich viele das nicht wahrhaben wollen. Wie gesagt, ich habe Ihnen schon gesagt gehabt, im Vatikan dementsprechend gibt es eine spezielle Abteilung, wo die sich mit Okkultismus sich beschäftigen. Und schon alleine in der katholischen Kirche, sprich auch im Vatikan, gibt es ja im Grunde genommen keine weibliche Person, die direkt am Kanzel steht und dann predigt und dann halt auch die entsprechenden Rituale macht. Es ist in den meisten Fällen wirklich nur männlich.
Wenn wir den Pentagramm zum Beispiel auch noch betrachten, und zwar zum Beispiel halt der reguläre Pentagramm, wo oben Adam steht und unten Eva. Adam, naja, wie toll, auch wieder mal männlich, ja. Also das heißt im positiven Sinne, wie der Pentagramm nach oben guckt. Das heißt, mit also mit der eine Kante nach oben ist es männlich. Und die weibliche Form ist wieder der untere Teil. Also auch wenn wir zum Beispiel halt mal den Pentagramm einmal drehen sollten und die zwei entsprechenden Kanten nach oben gucken, die ja nichts anderes hindeuten als die Hörner des Baphometen selbst, sehen wir den Namen Samuel. Und der Name Samuel ist auch männlich. Und unten direkt da, wo der Baphomet sein Kinn hat, steht der Name Lilith. So, und dann muss man natürlich sagen, da machen die überhaupt gar keine Unterschiede. Männlich ist eben oben, weiblich immer unten. Jetzt natürlich halt nicht nur im sexuellen Sinne. Verzeihung, dass ich das nochmal anmerke. Ich muss das anmerken, weil alles hat so seine Verbindung in diesen entsprechenden natürlichen und energetischen Konstellationen. Und das heißt, der Mann natürlich in seinem Wesen hat das Sagen, der Mann in seinem Wesen hat mehr Wissen als die Frau, wobei das nicht stimmt. Das ist nun also eine religiöse Einstellung demnach, der unwahrscheinlich Ich veraltet. möchte euch mal was zeigen. Ich bin in Serbien. Ich bin halt nicht in Deutschland, aber ich möchte gerne euch mal was zeigen, direkt aus der Okkultismus. Es wird zurzeit im Netz sehr viel propagandiert von einigen Satanisten, dass sie harmlos seien. Hier hat wohl könnte auch ich sag halt mal so eine Jugendliche gewesen sein, die das halt gemalt hatte. Hier sind ja auch sehr viele Symbole direkt halt irgendwo aus okkultistische Ebene. Wir haben zum Beispiel hier die Pyramide mit dem allsehenden Auge, den Halbmond, den wir im Chapter direkt halt aus der Freimaurerei, also Mason, kennen. Auch die Sonne, hier wieder den Mond, dann auch die Form hier der Stern. Wobei hier natürlich der Stern auch ein bisschen mich halt an diese Freimaurer-Schrift-Alphabet-System erinnert. Ein Quadrat mit dem Gelben kann auch bedeuten, halt Feuer. Hier eine kleine Erinnerungsmarkierung könnte eine Verbindung bei der ganzen Sache damit zu tun haben. Und hier steht hier auf Serbisch: Ona je plakala zbog tebe budala. Sie hat wegen dir geweint, du Bescheuerter oder du dummer Arsch, also ein dummer Kerl. Und hier sehen wir eine Katze. In der Freimaurerei käme das natürlich auch wie in der Satanismus oder Moment, wie aus der Satanismus und halt aus dem Okkultistischen, dass diese Katze im Grunde genommen auch ein wichtiger Symbolzeichen ist, direkt aus dem Okkultistischen. Das hat was mit Macht zu tun. Ja, deswegen haben wir nicht so selten halt gerade vor den Amtsgerichtsgebäuden halt immer oft die Katze oder sogar an den Schlössern. Also hier vorne habe ich auch ein Schloss stehen, wundert euch nicht. Hier ist der Parkbereich. Das ist übrigens auch eine Art Rathaus, ne, von dieser Stadt, wo ich mich hier befinde. Hier ist auch übrigens hier an der rechten Seite eine katholische Kirche. Die Katze, die scheint irgendwie schon zu lächeln, sieht ein bisschen happy aus, aber es kann sein, dass ja das Bild als erstes entstanden ist und dass dann halt rein psychologisch gesehen halt die junge Frau, die das gemalt hatte, später sich entfaltet hatte, weil in der Kunst tut man gerade halt auch in der Physiotherapie sich ja auch sich aussprechen, so wie die Seele sich fühlt. Diese Striche, die wir hier oben sehen, könnte auch bedeuten, dass sie geschlagen wurde. Ja, also halt irgendwie geohrfeigt, verprügelt oder wie nachdem. Und hier unten in dem Bereich, hier haben wir den Genitalbereich. So, und da könnte natürlich halt ein sexueller Missbrauch stattgefunden haben, kann aber auch eine Synonymität entstanden sein. Das heißt, hier oben direkt in dem Gesichtsbereich und auch da eine derartige Missbrauch. Katze kann auch bedeuten in Bezug auf das Okkultistische, sprich in der Satanistischen, weil ja auch die Frau halt verteufelt wird. Ja, man sagt ja halt auch, dass Satan, Luzifer selber eine weibliche Person ist, aber ich korrigiere das normalerweise. Es ist ein Zwitterform, es ist weiblich sowie auch menschlich. Aber die Frauen werden in den meisten Fällen sowie auch Kinder und halt auch Tiere sexuell misshandelt, ob jetzt zum Beispiel oral oder auch genitaltechnisch gesehen. Sie werden auch geopfert für die Blutopferungen. Die Pyramide mit dem allsehenden Auge ist eigentlich ein okkultistisches Symbol, den wir auch zum Beispiel auf dem 1-Dollar-Schein finden.
Das bedeutet ja das Göttliche, Gott Osiris, Urkraft, Ursprung. Ja, also symbolisiert ja halt direkt halt aus diesen ganzen ägyptologischen, die Pyramiden, die ja im Grunde genommen die Energie ja auch bringen. Aber wenn wir auch mathematisch berechnen, halt die Pyramide selber hat ja selbst hier 60 Grad normalerweise, so wie es auch auf dem Davidstern auch wieder zu finden ist, wobei der Davidstern ja eigentlich gar nicht von den Juden ist, sondern direkt halt aus dem buddhistischen und heißt Vajrayogini. Ja, also mal nur als Beispiel. So, jetzt wollen wir mal numerologisch das mal berechnen. Ich weiß nicht, ich habe das jetzt noch nicht berechnet. 1 plus 2 sind 3, 6, 6 plus 4 sind 10. Nehmen wir noch plus 5, dann haben wir 15. 15 können wir so nicht lassen, das heißt 1 plus 5 sind gleich 6. Also 6 beinhaltet das. Das ist die 6, die Pyramide mit dem allsehenden Auge, Sonnengott Ra, dann dazu halt auch noch den Mond. Hier der Stern, das könnte auch ein Subliminal sein, kann auch bedeuten der Pentagramm. Und hier die Katze, die sehr wahrscheinlich halt das Opfer ein Mädchen ist oder auch war, sexuell misshandelt wurde, weil sie sich opfern musste für den Satan, Luzifer, Eva, Mammon oder wie es auch heißt, Baphomet 666. Und hier nochmal Onaye Plakalas Bogtebe Budala. Das bedeutet halt, ich wiederhole mich noch einmal, sie hat wegen dir geweint, du Idiot. Ja, kann auch so heißen. Du Bescheuerter, du Idiot, heißt Budala. Onaye Plakala, sie hat geweint, Sporktebe, sie hat wegen dir geweint, du Idiot. Sie ist zum Opfer geworden, womöglicherweise rekrutiert worden. Sie war nicht, also sie wusste nichts über Satanismus, weil auch sehr viele hier wegschauen, gerade in den orthodoxischen Bereich, weil hier ist es ein Tabuthema, dass man über Satanismus spricht. Wenn man drüber spricht, dann ist man einer von denen und man ist halt eine Schande. So wird dann halt die Wahrheit vertuscht, was dahinter sie steckt. Ja, also Aufklärung ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr nötig. Wir brauchen eine Aufklärung in der Gesellschaft, weil die wahre, echte Feinden der Christen sind nicht die Islamisten. Nicht die Islamisten, es sind die Satanisten. Offenbarung Kapitel 3, Vers 9. Sie nennen sich Christen, sie sind es aber nicht. Aber ich sage euch, ich lehre euch aus der Synagoge von Satan, denn ich habe euch einstmal geliebt gehabt. Den entsprechenden Bild in dem Bezug auf diesen Satanismus käme halt in dieser Ebene. Das heißt, dass es halt ein Zeichen dessen ist, ich liebe dich, Satan. Es gibt die Form, wie der Vatikan, im Vatikan gemacht wird oder so. Das heißt, positiv, nee, das ist positiv und das ist negativ. Negativ, positiv. Also, das ist der Baphomet, die Hörner. Hier ist die Schnauze. Ja, also hier sehen wir das dann halt ganz deutlich. Die 6 als Subliminal, direkt gerichtet an diesen Pyramide mit dem allsehenden Auge. Dazu hier, das könnte ein Haus bedeuten, dass das Haus irgendwie verbrannt ist und dass es halt irgendwie Verbindungen in dem Bereich gibt. Und dazu halt die Sonne und der Mond. Ja. Und dass ja zum Beispiel der Stern halt so auf diese Weise gemalt ist, wurde, das kann sein, dass sie halt sich beeilt hatte, weil sie sich vielleicht geschämt hatte, weil sie vielleicht entdeckt wurde. Kann aber auch bedeuten, als Subliminal, Vorsicht, das ist ein Pentagramm, das hat was hier mit dieser ganzen Geschichte hier mit dem Satanismus zu tun. Mal, gerade eben habe ich das euch hier vorne gezeigt gehabt mit dieser Aufzeichnung, wo das eine Mädchen halt da so was zeigen wollte, dass sie aus diesem okkultistischen Kreise kommen würde. Hier nochmal das Schloss. Ich wollte euch mal was zeigen. Das kennen wir direkt aus der Freimaurerei. Es ist nur auf eine X-Form dargestellt. Wir sehen oben den C. Es muss nicht eine Y bedeuten, weil das könnte auch halt aus dem Kyrillischen sein. Ich muss nur gucken, was das nochmal bedeutet, weil ich ja nur die lateinische Alphabetform kenne. Aber wir haben zweimal den O oder als 0. Das könnte aber O bedeuten. Warum? X ist genauso in der Numerologie eine 6 wie auch die zweifache O. Das heißt, O ist die 6, F ist die 6 und X ist die 6. Das heißt, F zum Beispiel 6, O 6 und X 6. Das heißt, X, also hier X und dann 0, 0 heißt 6, 6, 6.
Phi und Y weiß ich jetzt echt nicht, da muss ich selber mal gucken, was das bedeutet. Hier waren die Okkultisten sehr viel unterwegs, also sprich die Satanisten. Hier sehe ich zum Beispiel halt auch einen Teufelsschwanz. Ah ja, ich sag's doch, hier waren die sehr arg aktiv. Distorov, Krotic. Und ich meine, ich habe auch hier mal so eine Pyramide mit dem Allsehnerauge auch hier gesehen gehabt an der Fassade. Also hier habe ich jetzt nochmal halt, ich muss ein bisschen die Sonne halt entweichen. Hier sehen wir zum Beispiel auch nochmal halt, ich muss die Hand wechseln. Hier sehen wir nochmal halt diesen Zeichen, diesen X, O, O. Das ist kein Y, Vorsicht. Das ist ein chilerisches Symbolzeichen, also ein chilerischer Alphabet, aus einem chilerischen Alphabet. Entschuldigung, ich spreche heute ganz komisch. Und C. Und dann sehen wir halt diesen Kreis mit dem A für asozial. Ich nenne das mal so. Und ich möchte das auch so, dass es halt so heißt. Weil damit zeigen sie sich halt auch, dass sie wirklich asozial sind, die Satanisten. Finden wir auch in der Punk-Szene. Gerade halt auch bei der linken Bewegung, sagen wir halt bei der Antifa. Das Interessante ist, wenn wir diesen A uns mal anschauen, das könnte halt aussehen wie eine Pyramide. Seht ihr das? Und ich versuch's mal ein bisschen halt. Seht ihr das? Die Pyramide? So. Und dann ein Strich in der Mitte. Symbolisiert eine Frau. Und sie verliert halt direkt am Genitalbereich, das ist ein Subliminal übrigens, ne? Blut. Und damit symbolisieren die was, dass sie halt das Leben vernichten wollen. Die Satanisten sehen sowieso auf Vernichtung aus und nicht halt für die Liebe. Jesus Christus, der Schöpfer auch, sind die Liebe und die Liebe entsteht, das Leben entsteht durch die Liebe. Durch den Hass wird viel zerstört. Und Satanisten hassen. Denn Satan hasst und er liebt nicht. Also. Und wenn wir dann gucken, halt diesen Kreis mit dem Alpha. Aha, Alpha ist sehr interessant, ne? A für asozial, Alpha. Antifa, Alpha. Oh, da müsste auch ein Geheimnis dahinter stecken. Also ich würde sagen, halt Antifa verbindet sich damit. Au, nee, wirklich nicht. Es werden bestimmt halt einige sagen, das kann nicht stimmen. Ich glaube nicht daran, das ist Propaganda. Jetzt sage ich halt mal was Folgendes. Die Illuminaten selber haben ja den Kommunismus erfunden gehabt, wie auch der Faschismus und zuzüglich halt auch die Demokratie. Wobei die Demokratie nach dem alten historischen Aspekt von den Griechen, das hat einen anderen Zeitraum. Aber vieles basiert aus deren Zeit bis heute. Ja, ist vieles abkopiert worden. Aber wenn wir mal genauer das mal betrachten, die Pläne, warum die den Faschismus und den, diese Linksbewegung halt auch gegründet haben, diente ja nur dazu, dass man Kriege leichter, besser organisieren konnte, die Menschen noch mehr in Aufruhr bringen konnte, damit sie ja noch mehr sich die Köpfe einschlagen, umso mehr Tote sich entwickeln, wozu mit dem Militär übrigens, gerade halt mal um die Menschheit oder die Menge an Menschen auf dem Planet Erde zu reduzieren. Nicht um die Nationen, das ist ja nur ein Propaganda, dass sie selber sagen, dass sie halt ihre Nation schützen wollen. Ja, das ist die offizielle Art und Weise, wie sie da argumentieren. Aber die inoffizielle Weise ist eine andere. So. Im Grunde genommen müssen wir uns mal Gedanken machen in Bezug auf diesen A, der zugleich halt eine Pyramide symbolisiert, wie auch den Alpha. Und der Omega ist der Kreis. Alpha und Omega. Nur der Kreis als Omega, den wir halt aus dem Griechischen kennen, sieht natürlich ein bisschen anders aus. Aber ich sage euch nur nochmal, zum zweiten Mal, es ist ein Subliminal. Subliminal. Es sind versteckte Botschaften drin, dass die Masse an Menschen das nicht sehen dürfen. Ja, die jetzt halt nicht involviert sind in diesem Geheimnis. Nur für die, also für diejenigen, die wirklich halt in diesem ganzen System mit drin sind, ja, das gehört doch denen. Entschuldigung, egal welche Nation, in welchen Nationen sie halt sitzen, die regieren die Welt, die Okkultisten, sprich die Satanisten. 666, also hier 666,
Alpha und Omega, Alpha ein Strich zwischen Omega und Alpha und dann das Blut unten, wobei natürlich die Spitze nach oben deuten kann, dass es eine Frau ist, weil sie, also sie verliert Blut unten. Ja, die Aufopferung. Hier haben wir nochmal den Symbolzeichen der Linksextremisten wie Alpha und der Kreis O wie der Omega. Der Strich in der Mitte deutet aus dem weiblichen Unterleib einer Frau, was das Leben bedeutet. Ja, also das symbolisiert im Grunde genommen das eine. Der Alpha und der Omega, wenn wir die Anfangsbuchstaben A und O nehmen, A in der Numerologie finden wir in der Ziffer 1 und O unter der Ziffer 6. Das würde eine Summe ergeben von 16. Jetzt schauen wir uns mal den Davidstern an, den wir auch auf der israelischen Flagge sehen oder auf dem 1-Dollar-Schein. Der Davidstern finden wir nicht nur halt direkt halt auf dem Davidstern, also ich wollte sagen auf der israelischen Flagge oder halt auf dem 1-Dollar-Schein, Entschuldigung, sondern wir finden das auch sehr häufig in den Freimaurerlogen. Wir haben einmal rechts oben die numerologische Tabelle, die 1 von 9 geht. Und dann haben wir an der linken Seite die Buchstaben A, B, C und so weiter und so fort, die natürlich halt auf geraden und ungeraden verteilt sind. Unten sehen wir dann halt eine Zusammenstellung, wie die Buchstaben von ungefähr aussehen sollen. Da gibt es aber auch ein kleines Geheimnis unten, die natürlich halt leicht zu erkennen ist, wenn man das verstanden hat, wie das mit dem Freimaureralphabet geht. Richtig, es geht hier um Freimaureralphabet. Das möchte ich Ihnen gerne etwas näher bringen, weil dieser Freimaureralphabet ist ja auch wichtig für die Freimaurer, dass sie dann halt auch das auch lesen können. Es gibt entsprechende geheime Botschaften, die sich auch Subliminals nennen, finden wir auch zum Beispiel in der Modeindustrie. Jetzt sitzt er jetzt mal mit der roten Farbe von oben nach unten ein Strich und von links nach rechts in der innere Kante, damit es ein Kreuz ergibt, also ein vertikaler Kreuz. So, jetzt nehme ich eine andere Farbe dann und dann halte dementsprechend, na, ein bisschen spinnt hier der Rechner, aber ich hoffe, das ist nicht so dramatisch. Wir machen dann nochmal dann gleich einen Strich. So. Jetzt nehmen wir eine neue Farbe und setzen von links oben nach rechts unten in der innere Kante auch weitere Striche. Das sehen wir hier. Ne? Von rechts oben in der innere Kante nach links unten in der innere Kante mit der grünen Farbe. Jetzt haben wir auch einen vertikalen Kreuz. Das kommt Ihnen sicherlich jetzt bekannt vor, das haben wir auch mit dem Pentagramm genauso ähnlich gemacht. Es gibt Synonymitäten in der Thematik. Das werde ich auch Ihnen etwas mal näher auch erklären, weil das was mit 60 Grad zu tun hat. Der 60 Grad Winkel in der Pyramide selber. Das heißt, wir haben 6 mal die 60 Grad. So, und da hat es so seine entsprechende Synonymitäten. Jetzt gucken wir mal links oben in der Tabelle. Da haben wir A, C, E, G, I, K, M, O, Q. Und dann unten dann diesen X mit S, U, Y, W, aber ohne Punkte. Ne? Und gibt es aber auch dann halt an rechts nebendran, wo B, D, F, H, J, L steht. Also da dementsprechend sind Punkte vorhanden. Das hat so alles so seinen Grund, warum das so ist. So, und da möchte ich Ihnen näher bringen, wie von ungefähr dieser Freimaurer-Alphabet überhaupt zustande kommt. Ja, also wichtig ist auf jeden Fall, dass man das überhaupt erstmal auch mal verstehen lernt, dass diese entsprechende Kreuzzusammensetzung, ja, was mit, diese, mit diesen Pyramidenzusammensetzungen vom positive Pyramide mit der negative Pyramide einen Davidstern ergibt und dieser Davidstern, der eigentlich aus dem Buddhismus herkommt und auch Vajrayogini genannt wird. Also es ist eigentlich ursprünglich hinduistisch oder buddhistisch.
Daraus wird dann auch ein Alphabet auch hergestellt. Hier unten haben wir zum Beispiel halt A. Ja, und wir können halt hier zum Beispiel erkennen, dass wir von links seitlich nach rechts und von oben nach unten halt eine Kante sehen. Ja, wenn wir so ein Quadrat zum Beispiel ziehen würden, dann würden wir dann halt dementsprechend halt dann auch ein A haben. Also die Hälfte quertechnisch gesehen von der Kante. Hier sehen wir das mal nur als Beispiel. Ne? Also ist ganz einfach eigentlich zu verstehen. So, C haben wir hier zum Beispiel. So, dann gucken wir mal C an. Hier stimmt was nicht, sehe ich gerade. Sicherlich haben Sie jetzt das gerade hoffentlich auch erkannt, weil B ist ja komplett falsch. Also im Grunde genommen, das war mit Absicht gemacht, ja, weil ich möchte einfach halt, dass Sie erkennen oder erkennen lernen, wie dieser Alphabet eigentlich funktioniert. Das, was im Bereich B steht, sollte C sein. Also radieren wir das mal weg. So. Denn B sieht komplett anders aus. Das sieht genauso wie A aus. Hier sehen Sie das. B, aha, genau wie A. Richtig. Und was B hat, ist ein Punkt drinne in der Kante. So, und das ist dann B, wenn da dieser Punkt drinne in der Kante zu sehen ist. Also wir haben A ohne Punkt, dann ist es auch A. So, und jetzt machen wir mal selbst halt einen B. Da kommt man sich vor wie in der Schule, so soll es auch sein, damit man auch verstehen lernt, wie das funktioniert halt mit dem Freimaurer-Alphabet. So, und jetzt kommt da nur noch ein Punkt in der innere Kante. Dann ist das ein B. So, und wenn wir uns jetzt halt mal zum Beispiel mal dementsprechend halt mal den C anschauen, dann haben wir auch, also ähnelt wirklich dem D, aber der D selber kann nur ein D sein, wenn ein Punkt in der Mitte ist. Also der D ist hier falsch. Ja, da muss man wirklich alles korrigieren. Das ist ja alles fehlerhaft. Das ist mit Absicht gemacht worden. Ich weiß nicht. Hoffentlich, wenn Sie das erkennen lernen. Also der C selber würde ich jetzt erstmal von hier unten wegradieren. Da würde ich es nochmal korrigieren. Dann würde ich ein Quadrat machen mit dem Radiergummi, mit dem. So, jetzt habe ich erstmal den D halt wegradiert gehabt. Jetzt mache ich nochmal ein Quadrat. Hier sehen Sie. So, mein D ist gleich fertig. Dauert noch ein bisschen. Mein Computer will überhaupt heute nicht. Wer weiß, was der hat. Brauche einen Computerdoktor. So, jetzt haben wir dann gleich den D fertig. Jetzt fehlt nur noch ein Punkt. So, erledigt. Jetzt ist halt nur noch halt wichtig, dass dann dementsprechend die anderen Buchstaben natürlich auch korrigiert wird. Also wie gesagt, das ist wie in der Schule, man muss das auch machen, damit man das verstehen lernt, wie das mit dem Freimaurer-Alphabet funktioniert. Und demnach kann man dann auch lernen, dann auch die entsprechenden Botschaften auch zu lesen. Und so ist das halt. Auch mit dem x-förmigen Buchstaben, ne? Aber jetzt nochmal hier noch ein neues Beispiel. Jetzt radiere ich mal meinen kleinen Quadrat von rechts ein bisschen was weg und setze einen Punkt dann dabei. So, was könnte das sein? Ganz einfach. Es ist ein Buchstabe L. Genau, da oben L. So. Und so ist das halt auch mit den anderen Buchstaben. Wenn Sie halt mit S, U, Y, W so sehen oder T, V, Z, X, geht nach dem gleichen Prinzip. Jetzt möchte ich Ihnen mal was zeigen. So, jetzt mache ich mal so eine Dreieckkante. So, dieser Dreieck ergibt einen V, aber es ist kein echter V. V,
Das könnte entweder ein S oder T sein. Warum? Weil nämlich dementsprechend von der Aufzeichnung oben her das so zu erkennen ist. Also es ist ein S. Ich habe nämlich keinen Punkt reingemacht gehabt. Ne? Also ich habe das überhaupt gar nicht reingesetzt, den Punkt. Den habe ich ganz draußen ausgelassen. So, und wenn ein Punkt drin gewesen wäre, wäre es ein T gewesen. Hier mache ich nochmal einen. Was könnte das denn sein? Also, da ist ein Punkt drin. Ein V. Das ist ein Buchstabe V in der Freimaureralphabet. Warum? Weil da ein Punkt drin ist. Wenn es halt dann nicht zu sehen wäre, gleich links neben der Aufzeichnung, dann wäre es ein U. Aber da ist ein Punkt drin. So. Hier haben wir das umgekehrterweise mit W und Y. Da fehlen einfach halt die Punkte. Aber wenn ich das umgekehrt halt irgendwie zeichnen würde, na, also man erkennt ja im Grunde genommen dann doch schon die Buchstaben, wie die von ungefähr halt aufgezeichnet werden oder zumindest halt, also wie sie von ungefähr funktionieren in der Freimaurerei. Die geheime Bundgesellschaft, die geheime Sprache, die geheime, das geheime Alphabet. Ja, ist alles vorhanden. Ja. Ja, so. Und wenn wir genauer dann halt das betrachten nochmal, der Davidstern hat ja zwei Pyramiden, positiv und negativ, aber trotz all dem sind sie alle mit 60 Grad im Winkel. Ja, also der Grad selber an sich ist immer mit 60. 6 mal 60 Grad. 666, was ist das nochmal für ein Symbolzeichen? Der Baphomet. Ja, nochmal 60 Grad. So, ich will jetzt nicht überall 60 Grad einsetzen, weil ich hoffe, dass man das halt irgendwie verstehen konnte. Ja, also in allen von diesen entsprechenden Winkeln, von diesem Davidstern, was überhaupt auch Vajrayogini heißt, weil es eigentlich ursprünglich halt aus dem Buddhismus kommt, ist ja im Grunde genommen halt mit 60 Grad immer. Ne? Also es hat seinen 60 Grad Winkel. Der Vajrayogini, was ich auch nochmal erwähnen wollte, ist ein sehr spezieller Symbol. Weil wenn wir dann halt den Vajrayogini richtig anschauen würden, würden wir ein göttliches Wesen sehen, der drei Augen hat. Das dritte Auge ist das allsehende Auge und es hält in der linken Hand ein Herz fest und trägt eine lange oder ellenlange Kette um den Hals herum mit lauter Totenköpfe. Zuzüglich rechts oben in der Kante sieht man dann auch ein Bild vom Vajrayogini, wo man einen Elefant mit vielen Händen oder Armen sieht, wo sie diesen Symbolzeichen zeigen oder dieses Symbolzeichen zeigt, ich liebe dich, Satan. Und diese göttliche Wesen steht auf zwei verschiedenen Leichen. Das eine sieht aus wie ein Zombie und das andere wie ein Mensch. Das mit dem Zombie ist ein Sklave und der mit dem Mensch ist eine herrschende Person, der aber auch nur eine Marionette ist. Warum Zombie? Damals schon gab es Sklaven und die Sklaven haben nicht die gleichen Rechte gehabt wie eine herrschende Person. Und die Sklaven liefen ja nach dem alten römischen Imperiumrecht, nach dem CDM Capitis Denuntium Maxima. Dieses System gab es überall. Es gab es nicht nur halt im alten Rom, sondern es gab es halt auch in Indien, es gab es in China, es gab in Ägypten, in Afrika, in Europa, da wo natürlich die nordischen Menschen halt leben oder die nordische Menschenrasse leben. Es war überall so vertreten. Und das hat heute noch seinen hohen Stellenwert, weil die Sklaven selber mit dem Großbuchstaben geschrieben oder geführt wurden. Man wollte ja nicht, dass die Sklaven sich untereinander erkennen, dass sie Sklaven sind oder waren. Und deswegen hat man sie mit Großbuchstaben geführt gehabt. Und die waren immer für das System sehr wichtig,
weil die Reichen immer reich bleiben wollten. Was hat man dann gemacht gehabt? Die Sklaven mussten natürlich ihre Köpfe hinhalten, egal in welcher Verhältnisse. Egal, wenn es ums Geld ging oder wenn es um irgendetwas ging, sie waren immer voll haftungsfähig, wie heute noch. Ja, also ein Politiker zum Beispiel hat eine starke Immunität vor jeglichen Gerichtsbarkeit, was aber jetzt zum Beispiel halt jemand, der jetzt halt als Monteur zum Beispiel halt irgendwo arbeitet, eben nicht hat. Er genießt diese Rechte halt dementsprechend nicht. Der ist voll haftungsfähig, weil er ein privater Person ist. Und private Personen sind diejenigen, die nach dem CDMKP des Nuntium Maxima geführt werden. Also sprich Sklaven. Das alte Sklavensystem hat sich ein bisschen halt verschönert in unserer heutigen Zeit. Juristisch gesehen dürfen viele halt nicht mehr gefoltert werden. Sie werden halt so auf diese Form, wie man damals das im alten römischen Imperium vertreten hatte, nicht mehr gefoltert, aber heutzutage werden sie halt psychologisch irgendwo gefoltert. Wenn man zum Beispiel Probleme halt in der Behörde hat, dementsprechend wird man da halt zur Kasse gebeten, auch wenn es vielleicht ungerecht ist, weil zum Beispiel auch in Deutschland die räumliche Geltungsbereiche in vielen Gesetzeswerken fehlen. Was macht man dann? Man macht einfach halt also den entsprechenden Bürger halt unruhig. Man versucht da halt irgendwie so Schwächen rauszufinden mit dem Motto, so vielleicht wird es sich zeigen, dass derjenige nicht hundertprozentig weiß, wie diese räumliche Geltungsbereiche wirklich halt funktionieren. Mal gucken, vielleicht können wir doch noch irgendwie es schaffen, dass wir den kleinkriegen, dass wir noch mehr Geld irgendwie anfordern können. Zum Beispiel bei der Ordnungswidrigkeit Paragraph 5, wobei ja der Ordnungswidrigkeit ja nicht für die deutschen Straßen eigentlich gilt, wenn man richtig dahin lesen täte, sondern nur für den Schiff und für den Luftverkehr. So, und wenn da schon mal halt, also es für den deutschen Straßenverkehr fehlt, demnach entsprechend kann man ja sagen, nee, ist nicht, sorry, ne, gilt nicht, ja, auch wenn ich halt mit meinem Auto auf dem Rad, also auf dem Radweg geparkt habe, gilt aber der Paragraph 5 mit Ordnungswidrigkeit nicht, weil der räumliche Geltungsbereich in dem Bereich fehlt. Also das heißt, nur wenn Sie im Schiff sitzen und irgendwo halt hinfahren oder im Flugzeug sitzen, da hat es seine räumliche Geltungsbereich in der Ordnungswidrigkeit. So, und wenn man seine Rechte kennt und auch weiß, wie man argumentiert und wie das auch funktioniert mit dem räumlichen Geltungsbereich, und auch ja, dann weiß man im Grunde genommen, wie man dann am besten halt argumentieren kann. Ja, so geht das einfach halt nicht. Ja, und so ist das halt auch, wenn man dann zum Beispiel halt also ein natürlicher Person ist. Und ein Mensch, der ein natürlicher Person ist, ist kein juristischer Person. Und ein natürlicher Person, der hat seine Freiheiten. Ja, und so sind auch natürlich die Geschäftsleute, die halt gerade Direktoren von irgendwelchen Konzernen sind oder halt irgendwie in der Politik sitzen, die haben dementsprechend halt ihre Rechte in dem Hinsicht. Ja, also dass die nicht ihren Kopf hinhalten dürfen, dass sie nicht voll haftungsfähig sind. Und gerade diejenigen, die als natürliche Personen Freimaurer sind, ja, ich betone es gerne, die haben eh sowieso eine Immunität. Also die brauchen nur ihren obersten Meister anzurufen, zu sagen, hilf mir mal, da ist ein Beamter, der macht mir Probleme, hilf mir mal, dass er mal seine Füße stillhält. Und innerhalb von ein paar Minuten kann es sein, dass dann halt der Beamte natürlich dann einen Maulkorb über den Mund gesetzt bekommen hat. So funktioniert das mit der Immunität in dem ganzen System. Und ja, also im Grunde genommen müssen die Menschen selber wissen, wo sie stehen. Also in einer Demokratie lebt man dann nur, wenn man eine natürliche Person ist und halt selbst in diesen entsprechenden Kreisen dazu gehört. Aber ganz be und bestimmt nicht in den Sklavenbereich, sondern in der Herrschaftsbereich. Das heißt, natürlicher Person und nicht in privater Person. Oder der privater Person ist auch zugleich der juristische Person. So wird es halt auch juristisch definiert. Hallo, ich bin's ja nochmal. Hier sehen wir nochmal ein super gutes exemplarisches Beispiel. Es ist nur halt ein bisschen zerfallen. Also hier sehen wir einen S, einen A, das könnte auch Sa
deuten. Der X für die in der Numerologie 6, 0 oder O. O, also 666, SA für Satan und C und Kyllerisch wie in Y, aber es ist ja kein lateinischer Buchstabe, es ist Kyllerisch. Ich befinde mich in Serbien. Hier sehen wir zum Beispiel noch die Juden, weil das möchte ich gerne auch nochmal richtig mal erklären. Und zwar die Juden selber sind genauso Opfer wie auch die Christen selber, weil es gibt auch Unterschiede. Es gibt die kasarische Juden, die normale Juden. Und hier sehen wir natürlich in diese entsprechenden Fotomaterialien, dass die Juden selber in Israel auf die Barrikaden gehen, und zwar international auch. Das heißt in Deutschland, Amerika, in Europa, in Russland und so weiter, die ja wirklich halt uns klar machen wollen, dass da Judentum nichts mit dem Zionistenstaat zu tun haben oder nichts mit dem Zionistenstaat zu tun haben möchte. So, wer sind die wahren Zionisten? Die Zionisten, hier erkennen wir das mal als Beispiel, der Trump, ne? Angela Merkel, Adolf Hitler, diese entsprechende Subliminals, die Pyramide wird mit damit halt dargestellt, hier auch nochmal die AfD, deswegen die AfD steht genauso unter Kritik, dass sie halt selber freimaurerisch oder aus der Freimaurerei gegründet wurde. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Even today, there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions. Even today, there is little value in ensuring the survival of our nation if our traditions do not survive with it. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know.
For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. No president should fear public scrutiny of his program, for from that scrutiny comes understanding, and from that understanding comes support or opposition, and both are necessary. I am not asking your newspapers to support an administration, but I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, for I have complete confidence. The response and dedication of our citizens whenever they are fully informed. I not only could not stifle controversy among your readers, I welcome it. This administration intends to be candid about its errors. For as a wise man once said, an error doesn't become a mistake until you refuse to correct it. We intend to accept full responsibility for our errors, and we expect you to point them out when we miss them. Without debate, without criticism, no administration and no country can succeed, and no republic can survive. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. And that is why our press was protected by the First Amendment, the only business in America specifically protected by the Constitution, not primarily to amuse and entertain, not to emphasize the trivial and the sentimental, not to simply give the public what it wants, but to inform, to arouse, to reflect, to state our dangers and our opportunities, to indicate our crises and our choices, to lead, mold, educate, and sometimes even anger public opinion. This means greater coverage and analysis of international news. For it is no longer far away and foreign, but close at hand and local. It means greater attention to improved understanding of the news, as well as improved transmission. And it means, finally, that government at all levels must meet its obligation to provide you with the fullest possible information outside the narrowest limits of national security. And so it is to the printing press, the recorder of man's deeds, the keeper of his conscience, the courier of his news, that we look for strength and assistance, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. I'm not comfortable with that at all. Who elected these guys to run the